Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 14.02.2022. Und es ist auch gar nicht so eine leichte Analyse, ne? Das gucken jetzt viele, die wollen jetzt hier wissen, wo geht es jetzt hin morgen, was macht der Markt. Wir haben Angst in der Luft. Das ist ja ein richtiger Angstschiss, den man hier riechen kann. Nicht nur von dem kleinen Mann, den ihr da seht. Also auch bei uns im Forum, das habe ich selten wahrgenommen, wirklich, dass Leute so sehr und so krass auf die Nachrichten wieder schauen und sich da so verunsichern lassen. Aber der Markt fällt und ich bin immer so derjenige, der sagt, also es kommt nicht immer so, wie das alle denken. Aber in rote Katzen gehört kein Long rein. Ne? Also das heißt, wenn der Markt weiter fällt, dann gebe ich ihm auch Raum und Platz und Potenzial. Und mir ist wirklich ganz wichtig, mit dem heutigen Analyse euch so ein bisschen von zu lösen, dass ihr wirklich nur eure Meinung tradet. Dieses Meinungstrading ist nämlich was, das muss man sich wirklich abgewöhnen halt. Ne? Dass man wirklich nur tradet das, was man kommen sieht. Dann wird man ausgeschöpft und dann sagt man sich, dann macht der Markt am Ende doch das, was man wollte. Und dann sagt man sich, naja, ich hab's doch gewusst. Und nur Stop-Loss war scheiße, Analyst war scheiße, Trading-Konto war zu klein. Und ein halbes Jahr später macht man das gleiche wieder. Und da verhaut sich immer wieder die ganzen guten Gewinne mit irgendwelchen fetten Trades, die man eingegangen ist. Weil man einfach eine Überzeugung, eine Meinung gehandelt hat. Und das ist Gift im Trading. Das ist wirklich Gift. Nach Meinung zu traden, insbesondere wenn es sich nach Nachrichten orientiert. Und momentan ist einfach, ich glaube, das Zinsthema ist bei den meisten Privaten gar nicht so das Thema. Die meisten gucken wirklich hier auf den Krieg mit Russland, befürchten da den nächsten Weltkrieg, weil auch die Gebärden, die Drohgebärden recht deutlich sind. Andere stehen wieder da und sagen sich, naja, ich gehe jetzt hier long und zu einem Theater und wenn die alle hier das ankündigen, dass Krieg kommt, kommt eh keiner. Da muss ich auch sagen, also Vorsicht, Freunde, ne? Da sollte man auf beiden Seiten nichts unterschätzen, aber auch nichts kleinreden. Und die Argumentationskette von wegen, ne, da passiert doch eh nichts, die teile ich gar nicht. Und auch den Grund, dass Russland das angekündigt hat oder wie auch immer, oder dass angekündigt wurde, dass jetzt Mittwoch, sagt ja der US-Geheimdienst, andere sagen, es wird erst nach dem 20., wenn die Olympischen Sommerspiele vorbei sind und China Ruhe hat, erst dann kommt's. Da wäre ich vorsichtig, das einfach abzutun und zu sagen, nee, das ist Schwachsinn, das machen die nicht. Weil ich meine, es wiederholt sich immer wieder alles. An der Börse wiederholt sich alles, es sind immer wieder die gleichen Muster, die gleichen Fehler. Und die Leute vergessen oft einfach die Historie. Ich weiß nicht, warum das bei so ist. Das ist bei ganz vielen Tradern so. Die vergessen schon morgen wieder, was sie gestern für Fehler gemacht haben. Ne? Da wird auch am nächsten Mal, wenn der Markt schnell wird, wieder das Stop-Loss rausgeholt und dann noch Minus nachgekauft und buff, 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 steht man wieder da und hat einen Trade, der irgendwie 2000 Punkte Minus ist und überlegt sich, na, was war das denn jetzt für eine Kacke? Ne? Der dann nie wieder in den Einstand reingekommen ist und trotzdem nimmt man wieder einen Stop-Loss raus beim nächsten Mal. Und so ist es leider auch hier. Also da reicht eigentlich ein ganz einfacher Blick in die Geschichte. Also da muss man auch noch nicht 100 Jahre alt sein, um davon Erfahrung sprechen zu können. Aber ich erinnere mich dann noch gut dran. Und eigentlich sollten das alle von denen, die hier jetzt am Parkett mit unterwegs sind, wie das beim letzten Mal war, als die Russen vor der ukrainischen Grenze standen, da haben die auch angekündigt, dass die da reinrennen. Und sind trotzdem reingerannt. Alle anderen haben harte Maßnahmen angekündigt und gesagt, oh, das geht aber nicht und das darf aber nicht sein und das muss man bitte ganz schnell zurück. Na, nichts ist passiert. Es ist immer noch die Krim in russischer Hand und kriegt keinen Hahn mehr jetzt danach halt. Ne? Ich gehe nicht davon aus, also ich persönlich würde jetzt einfach anhand der Kettung historischer Muster, so wie sie es ja letztendlich im Chart auch machen, schon davon ausgehen, dass die da in die Ukraine reinmarschieren. Ne? Aber ich glaube nicht, dass die komplette Ukraine überrennen. Die werden ihre Ostfraktion da holen, werden das abtrennen, besetzen, so wie sie es mit der Krim gemacht haben. Und dann ist erstmal wieder Ruhe halt. Ne? Dann geht es noch Tage und Wochen, geht es dann darum, ob noch die in Kiew jetzt einmarschiert wird oder so. Und dann erholt sich der Markt schon wieder und rennt oben raus halt. Ne? Da muss man sehr aufpassen. Ich möchte mit euch deswegen einfach mal hier ein bisschen weiter zurückgucken. Gucken wir mal auf den DAX, den richtigen Xetra-DAX. Und gehen wir mal rein, hier Ukraine-Krise, wann war das? Da komme ich gar nicht hin, oder? Die war am, habt ihr euch jetzt hier mal rausgesucht, Krim-Annexion 2014. Am 18. März 2014 kam das. Na, ihr erinnert euch vielleicht, Janukowitsch wurde da vertrieben, abgewählt, der Putin-Name wurde abgewählt und die Regierung wollte sich dann ein bisschen, ja, gegen Russland, also eigentlich wollte sie sich nicht gegen Russland stellen, aber zumindest dem Westen öffnen, um die Ukraine aus der Krise zu führen. Das fanden natürlich die Russen nicht ganz so toll und haben dann interveniert. Mal gucken, ob wir hier ein paar Daten finden. Ich sehe jetzt hier, genau,
Hier haben wir das dann am 22. Februar, ne, ist der Staatspräsident abgesetzt worden, bla bla bla. Und dann kommt jetzt hier bestimmt schon, das war schon drei oder vier Wochen vorher, dass die Russen das wieder zurückhaben wollen. Genau, hier am 23. Februar erklärte Präsident Putin am Morgen nach russischen Angaben, dass man Vorbereitungen zur Rückholung der Krim zu Russland treffen müsse, um der Bewohner die Möglichkeit zu geben. Schicksal, bla. Dann haben sich ja alle dagegen gestellt und so weiter. Ich weiß nicht, ob das hier im Verlauf jetzt drin steht. Und 4 Wochen später hatte dann tatsächlich die Krim eingenommen. So, und das war damals der Ablauf angekündigt, klare Vorgaben. Und von daher würde ich denken, dass das diesmal auch so ist. Ne? Dass es sich da nicht die ganze Ukraine holt, aber die Ostprovinzen da, die so und so ein bisschen abtrünnig sind. Also sich die einfach einverleibt und Ruhe ist. Und ich sag mal, die Tatsache, dass jetzt die Amerikaner, die Engländer, die Franzosen, die Deutschen und wer, was weiß ich, ne, ich wär alles, Leute aus der oder eigene Staatsbürger aus der Ukraine zurückholen, ist für mich eher mehr auch so ein Grund, dass sie sagen, okay, der rennt da eh rein, um zu verhindern, dass ich in den Krieg einsteigen muss. Sorge ich einfach dafür, dass keine Deutschen da drin sterben, sprich, dann muss ich nicht interagieren und so weiter und so fort. Na, und deswegen würde ich würde mich da nicht dagegen stellen und sagen, also das kann nicht passieren. Ne? Also deswegen haben wir im Chart oder für den DAX, wir wollten aber eigentlich zurückgehen. Ne? Was hatten wir jetzt geguckt? März 2014, gehen wir mal rein, März 2014, im Februar hat es angekündigt, da hat es ordentlich geruppelt, da war es mal ein bisschen nervös geworden. 23. Februar 2014, guck mal, was der Markt gemacht hat. 23. Februar 2014. Das ist dann hier das. Ne? Da ist der Markt schön volatil hin und her gelaufen. Ja, hier ordentlich nach unten gerissen. Wir haben hier zwei gleich lange Abwärtswellen drin. Die lassen sich quasi wie ein Channel fast ziehen. Ne? So dass man sagen kann, hat denn hier damals eine russische Invasion in die Ukraine, ja, hat die sich denn an Charttechnik gehalten? Ja. So, und dann haben wir, wann haben wir gesagt? 14. März ist er reingerannt. 14. März, was haben wir gesagt? Was stand hier? Am 18. März war das. Am 18. März ist er reingerannt in die Kiste. Das ist der Tag gewesen. Ich bin auch im richtigen Jahr, ja. 2014 ist richtig. 18. März 2014. Nur damit ihr das auch nochmal seht. An dem Tag ist er dann reingerannt. Und dann gucken wir mal, was der DAX danach gemacht hat. So. Und ich erinnere mich noch gut an die Nachrichten, die zu dem Zeitpunkt gegangen sind, weil das wurde nämlich richtig heiß dann, weil das hieß dann jetzt, ja, rennt er jetzt noch in die ganze Ukraine, macht er jetzt da weiter, andere haben gedroht, dass sie jetzt gegen USA kriegerische Handlungen machen, wenn die da weiter angreifen und so weiter und so fort. Buff, 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 hat sich der Markt erholt, ist weiter gestiegen. Ja, und das, was dann hier hinten kam, das hat mit Ukraine und Krim schon überhaupt nichts mehr zu tun gehabt halt. Ne? Da war das Thema schon längst wieder vergessen und vorbei und geändert hat sich so und so nichts. Also das würde ich einfach aus historischer Betrachtung ein bisschen mit vor Augen behalten, insbesondere auch diese zwei gleich langen Abwärtswellen. Sowas haben wir auch gerade fertig. Und wie gesagt, ich würde das Thema jetzt nicht ganz so überbewerten, auch wenn es in Kombination wartet mal, wir müssen wieder zurück auf den anderen. Auch wenn es in Kombination mit der Fed natürlich ein echt heißer Termin ist und auch echt, ja, Spannung. Hier ist einfach Spannung drin, ne? Hier ist wirklich Spannung drin. So, und deswegen würde ich mich auf jeden Fall chartseitig auch nicht dagegen stellen bei dem, was er macht. Wir haben jetzt hier im Tageschart, befinden wir uns noch immer in diesem Channel, in der Seitwärtsphase, in der wir seit über 8 Monaten stecken. Das heißt, charttechnisch ist hier jetzt noch kein Long-Signal, kein Short-Signal gesetzt. Es ist einfach nur eine Seitwärts-Range. Ne, untergeordnet haben wir hier jetzt hier zwei kleine Wellen. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was ich euch 2014 gezeigt habe. Aber auch das ist dieses gleiche Muster. Zwei gleich lange Abwärtswellen und dann kann der Markt theoretisch sich auch nach oben raus wieder überholen. Und deswegen würde ich sagen, wir stellen das ein bisschen zurück. Ne, haben im Hinterkopf, dass der Markt momentan sehr nervös ist, sei das durch die Fed, sei das durch Russland. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir starke Schläge nach unten immer wieder bekommen. Aber das bedeutet nicht, dass der Markt jetzt hier auf 5000 runter kollabieren muss. Wirklich, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn der Markt natürlich anfängt, nach unten zu übertreiben und auch wirklich lange Kerzen gibt und ihr seht, da ist Stress drauf und da ist Druck drauf, und er macht hier nur unten flach zur Seite oder abwärts gelb flach zur Seite und fällt weiter, dann stellt euch da bitte auch nicht long dagegen und sagt, ne, der Martin hatte gesagt, beim letzten Mal 2014 ist der Markt gestiegen, nachdem Russland einmarschiert ist, also gehe ich jetzt long. Das ist auch verkehrt. Ne? Man muss wirklich versuchen, neutral dem Markt gegenüberzustehen und dann einfach mitzugehen, zu handeln mit dem Geld. Und das ist in solchen Phasen wirklich sehr einfach. Das ist nicht schwierig, weil die Bewegung schön durchziehen.
Ne, man hat immer wieder Zug auf so einer Kerze, und wenn auch so ein Rücklauf mal umdreht, dann macht er eine Kerze, damit zündet er an, ne, die neue Abwärtsbewegung, und dann buddert er 6, 7, 8, 9 Rote hinterher. Sowas lässt sich leicht traden. Auch ein Umdrehen nach oben lässt sich schön erkennen, wenn dann wieder richtig Stoßkraft reinkommt. Wenn lange grüne Kerzen kommen und er drückt zurück, einfach weil Volatilität da ist. Wenn viel Volatilität da ist, haben wir immer viel, viel, viel klarere Chartsignale. Ne, und deswegen ist das Wichtigste, was ich euch eigentlich mitgeben kann für den Montag, guckt, wie die Kerzen kommen. Ja, guckt wirklich, wie bewegt sich der Markt, ist denn hier noch so ein Druck drauf, wir sind rausgegangen zu 15.182, sollte der Markt auch rüber öffnen, sollte das schon mal aha machen. Ne, vielleicht wird es ja alles heiß, ein bisschen heißer gekocht, wie es gegessen wird. Ne? So, dann hätte er erstmal Platz bis an die 310 hier im Rücklauf, wenn er positiv reinkommt und sich auch gut hält, bisschen grüne Kerzen reindrückt, dann kann man den durchaus traden bis in die 310 rein. Und wenn die 310 nach oben umklappt, dann geht es sogar wieder bis rein hier 400, 420. Das ist so eine schöne Zone, in die dann reingelaufen werden kann. Und alles, was über 500 geht, ist schon fast ein Long-Signal, weil es ist ein Abwärtstrendbruch. Und wenn dann noch Putin einmarschiert und der Markt macht trotzdem grüne Kerzen, dann sind das wahrscheinlich genau die besten Long-Einstiege, die man finden kann. Weil die nächsten Tage dann nur noch heiße Luft kommt, ne? Der Markt, also da wird nachrichtenseitig dann immer weiter aufgebläht, droht jetzt der Weltkrieg und so weiter und so fort, und der Markt läuft immer weiter und läuft weiter. Steht einmal 15.900 und ihr fragt euch, was mit der Welt eigentlich nicht richtig ist. Ja, also da wirklich ein bisschen aufpassen. Kriegen wir hier eine schöne Drehung rein, kriegen wir eine Unterstützung, wir haben einen wichtigen Bereich angelaufen, drückt es sich hoch, 3,10. Und dann in die 400 rein, und alles über 15.500 ist positiv. Ist long. Ja, so schwer einem das dann fällt, mit den Nachrichten übereinander zu bringen, das muss man wirklich abkoppeln. Versuchen neutral ranzugehen, zu gucken, wo handelt hier was. Das heißt aber auch, sehe ich hier weiter Schwäche, sehe ich Druck, dann geht das weiter unten. Ja, und da würde ich mich auch nicht dagegen stellen, nach dem Motto, naja, wird schon nicht so schlimm und so weiter, weil wir sehen, dass hier Abgabedruck drin ist. Wir sehen, dass Leute Angst haben und verkaufen, auch teilweise bestimmt aus Panik. Ne? Aber das kann ich nicht einfach unterschätzen und sagen, na, für mich ist es doch nicht schlimm, deswegen gehe ich jetzt long. Wenn es für die anderen eine Katastrophe ist, was hier am Markt passiert, mit Fed und mit Ukraine und so weiter. Das heißt, kommen hier fette rote Kerzen, abwärtsgelb, flach zur Seite, dicke rote, dann geht das unten weiter in die nächste Station rein, und die ist bei 14.965. Hält auch die Station nicht, dann geht es weiter bis auf die 14.800, 14.800. Und hält auch der Bereich nicht, gehen wir wieder hier unten in die Kanten rein. Und die liegen jetzt schon bei 14.600 und bei 14.430. Und das wäre für mich auch jetzt so in der negativsten Betrachtung so erstmal das Maximale der Gefühle für diese Woche, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir da gut reinlaufen können, wenn der Markt wirklich schwach am Montag auf die Fed reagiert oder auf einen russischen Einmarsch. Ne, aber mir ist wichtig, dass ihr wirklich versucht, nicht die Nachricht dann für das jeweilige Chart-Pattern übereinander zu legen, weil das wird miteinander nichts zu tun haben. Das kann sich vollkommen voneinander lösen. Das habe ich euch gerade 2014 gezeigt. Kann sein, der Markt dreht auf, dann marschiert Putin ein, alle gehen short. Und der läuft einfach hoch auf die 14.900, macht ein neues Allzeithoch. Das wäre einfach nur Börse. Das wäre ganz normal einfach nur Börse. Ja, und das ist mir wirklich wichtig, hier ein bisschen mitzugeben, weil momentan sieht man es wirklich sehr stark. Es sind ganz, ganz, ganz viele mit richtig krass Meinung unterwegs. Und auch so, wie sich das viele jetzt so in Corona und Impfung und so weiter antrainiert haben, ne, da ist nur noch die eigene Meinung die richtige. Man ist überhaupt nicht mehr bereit, andere zu diskutieren oder sich mit anderen auszutauschen. Das finde ich sehr schade, wie sich das so entwickelt hat, aber das ist momentan sehr deutlich zu spüren. Und oft sind es die, die mit der größten Überzeugung handeln, eben die, die die nächsten Wochen, Monate echt dann auf die Fresse kriegen würden. Weil selbst wenn sie im ersten Moment richtig liegen, ne, und ihre Meinung bestätigt wird, kann es sich sein, dass sie unten die Meinung haben, plötzlich jetzt erholt sich alles, dann gehen sie wieder voll nach ihrer Meinung long. Und der Markt rollt aber unten weiter, obwohl alles dann wieder gut ist. Corona nicht mehr da, keine Maßnahmen mehr, Krieg beendet, Russland hat Truppen zurückgezogen, und der Markt fällt trotzdem noch weiter. Auch sowas ist möglich. Ne? Und deswegen am besten einfach Meinung raus, Nachrichten außen vor lassen, einfach gucken, ist der Markt nervös, wie viel Volatilität haben wir drin, wo gehen die Kerzen hin, wo geht der Druck hin, und dann einfach versuchen mitzuhandeln. Das ist das Allerbeste, was man hier wirklich jetzt mitgeben kann für den Montag. Ne, anstatt zu sagen, das wird garantiert steigen, das wird garantiert fallen. Ich kann euch sagen, was ich denke, wie ich mir das vorstellen kann, und mehr aber auch nicht so. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir am Montag hier die Strecke noch fertig machen. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn wir auf Basis dieser zwei Abwärtswellen hier, das musst du schon wieder fertig haben, und noch einen Antriebsstang nach rechts daneben schießen. Einfach weil ganz privat Deutschland
Shorts kauft. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, also, das wäre für mich nicht abwegig, deswegen gucke ich mir den Montag sehr genau an. Kriege ich da nach 10 Uhr noch neue Tageshochs, dann schreibe ich den unten schon mal erstmal ab für den Tag. Ne? Dann muss er für mich erstmal ein neues Tagestief bringen, bevor ich da erstmal über Abwärtsrouten weiter nachdenke. Und dann öffne ich mich nach oben rein Richtung in die 310, in die 400 rein. Und wie gesagt, über 500 müsste man eigentlich dem schon Freifahrtschein oben rausgeben. Okay, ich hoffe, es hilft euch ein bisschen. Wird der ein oder andere wahrscheinlich nicht ganz so toll finden, weil einfach weil er eine andere Grunderwartung hat für das Video. Aber das ist so die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und wie auch ich so den Eindruck habe, dass es den meisten wirklich hilft. Deswegen machen wir das. Deswegen sprechen wir hier darüber. Und hoffe, ihr könnt was mit anfangen. Wünsche euch viel Erfolg am Montag, gutes Gelingen und drückt natürlich die Daumen, dass dort in der Ukraine jetzt nicht irgendwie noch ja, Leute zu Schaden kommen und so weiter. Gut. Also, Thema zu. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.